Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Rubin Randomizer. Ja, die Musik von Baumhausen City, die ist ja schon ziemlich cool. Das war sie auch eigentlich immer schon in diesen Spielen. Wir wollen natürlich hier in diese Arena reingehen und wir kommen natürlich nicht weiter, weil hier irgendwas den Weg versperrt und wir wissen nicht was. Um herauszufinden, was das genau ist, müssen wir einfach mal die Stadt verlassen. Richtung Route 120. So, wir werden erst einmal hier von dieser Schirmdame angesprochen. Und wir besiegen sie einfach mal. Die hat einen Habitak. Auch die ist Scarlet. Ja, da tausche ich lieber mal aus zu Alabis. So lange haben wir das für Pokémon noch im Team. Das Ding kann ja Aura Strahl. Dann haben wir da so das Habitat ziemlich schnell wegklatschen, wenn es nicht so scheiße wäre. Aber gucken einfach mal. Aurora-Strahl, Raub von Habitat. Klau einfach das Zauberwasser, ist kein Thema. Obwohl, kriegst du schon selber ein Item, ne? Es wäre irgendwas passiert. So, und ein Donphan, ne? Nicht schlecht. Auf jeden Fall habe ich das Item noch behalten. Wir tauschen aus zu Azumarill. Azumarill mit Surfer. Das sollte ja kein großes Thema sein. So. Denn wir müssen weiterlaufen. Denn wir werden gleich wieder den treuesten Trainer, den die Welt je gesehen hat, wiedersehen. Der zeigt uns, was das unsichtbare Ding ist. Aber wir müssen erstmal noch hier diesen Vogelfänger besiegen. Der wahrscheinlich keine Vogel mehr in seinem Team hat. Ja, aber fast dasselbe ist ja auch ein Flug-Pokémon. Ein Hubbelupf. Ja, komm. Draschel, Flügelschlag und die Pusteblume ist noch weg. Volltreffer, ja sicher. Und noch ein Durchbruch kommen, das machen wir ein bisschen schneller. So, tschüss, auf Wiedersehen. So. Liegt hier überhaupt noch was drum? Nein, wildes Pokémon taucht auf. Ein Pummelhof. Nein, du wirst mich jetzt nicht einschläfern. So, eine Mobbeere. Liegt dann noch bei den anderen Menschen noch was rum? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Hier liegt nichts. Ein Vibor. Sehr gefährlich. So, da liegt noch ein Item rum, das gucken wir gleich uns gleich mal an. Hier ist der treueste Trainer ever. Und das kippe ich noch ein bisschen. Und jetzt bin ich gespannt, was dieses Pokémon ist. Es ist bestimmt kein Kecleon. Oder? Och, wie toll. Ein Hunduster Level 30. Natürlich. Und tschüss mit dir. So. Das Devonscope, das können wir mal hier in die Arena reingehen. Dann gucken wir mal, was hier überhaupt da liegt. Ob ich mal überhaupt weiterlaufen könnte, aber ich laufe hier die ganze Zeit gegen irgendwas Beklopptes und wir können Schwein Keifel fliehen. So. Und hier ist ein Kecleon oder auch nicht. Würfelwurf, kein Bock. Eine Zickzack. Brief? Ja, ich habe Beere gelesen, aber wir haben keinen Platz mehr in der Tasche. Das heißt, wir müssen mal schnell ins Pokémon Center, nicht nur unsere Pokémon heilen, sondern auch mal Platz machen in unserer Tasche. Das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall, denn heutzutage kriegen wir unsere Tasche so gut wie alles rein, was wir finden können. Keine Ahnung warum, aber unsere Tasche hat ein schwarzes Loch, wo alles reinfällt. Wir legen noch mal ein paar Items ab. Was legen wir dann ab? Wir fangen mal ganz von oben an. So, Sonnenstein brauche ich nicht. HP Plus brauche ich nicht. Sternstaub brauche ich nicht. Nachnord brauche ich nicht. Metallstaub brauche ich nicht. Eisheiler brauche ich eigentlich auch nicht. Angus Plus, nee. Sonderbonbon, nee. Pudersand, nee, 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 nee. Fokusband ist schon. So ein Hex-Item, aber nee, Drachenzahn, nee, das war's. Ja, Beleber habe ich mir jetzt kaufen können. Das ist nämlich hier im örtlichen Markt erhältlich gewesen. Habe ich natürlich direkt ein paar gekauft.
kann auf jeden Fall nützlich sein. Schauen wir einfach mal nach, ob sich das auch hier in dieser Arena benutzbar macht. Was ich nicht hoffe, dass es so wird. Auf jeden Fall, das Keklon wird jetzt erstmal abhauen. Und wir können die Arena betreten. So, die Arena, die gefällt mir ja sowas von übertrieben, denn wir müssen hier Drehtüren-Action machen. Und ich verkacke auch schon direkt bei der ersten fast. Ah, Mann, ey. Ein Firnon-Tor. Das zertrümmern wir einfach mal. Also wie jedes Pokémon Baumwollsaat drauf hat. Ah, Mann, ey. Und eine Laubklinge. So. Eisenabwehr. Nee, brauch ich nicht. Der nächste, oder die nächste in dem Fall. Marshall mit Miltank. Pfui! Ah, Donnerschlag. Ich hasse Miltank. Ich hasse dieses fette... Die fette Kuh. Geh weg! Ah! Und nochmal mit Frustrack-Dingsbums. Weg mit dir. Ich hab keinen Bock auf diese Attacke. So. Ich hab's noch drauf. Ich kann mich noch erinnern, damals, wo ich ein bisschen kleiner war, da habe ich voll verkackt. Hab ich so lange gebraucht, bis ich überhaupt herausgefunden habe, was ich machen musste. Aber das war ja nicht so schwer. Komm, das Drasche kann auch noch hier das Meganium mit Flügelschlag wegklatschen. Na, oh Mann, ey. Diese eine KP. Und Nakani kommt jetzt rein. Synthese. Ich glaub's nicht. Aber ist egal. Es kommt noch Verwurzler. Brauch ich echt nicht. Was machen wir jetzt? Supertrank. Ja, obwohl, warum kaufe ich Beleber, wenn ich Evitalkraut habe? Ah, mein Gott, bin ich doof, ey. Egal, scheiß drauf. Ah, Mann. Das ist doch dumm. So, dich klatschen wir noch weg. Ninja-Spray. Schädelwumme, ja. So. Magma. Da kommt da Summerin rein. Rasierblatt. Psyana. Komm. Hundemon, das ist deine Chance. Bumm. Und nochmal. Nein! Paralyse! Komm schon! Ah, Glück gehabt. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt kommt Wipke. Ich habe so das Gefühl, dass die ein Team hat, was uns so ziemlich in den Arsch ficken wird. Aber dermaßen. Und nochmal, lass ich einfach mal so. Würde ich eh nicht jetzt einsetzen wollen. Und wir gucken einfach mal, was hier so abgeht. Eine Herausforderung von der Arenaleiterin. Rachel mit Kadabra. Ja, was sagt mir das? Jetzt trimmen wir das mal. Todeskuss! Todeskuss! Drachenklaue! Das sieht nicht viel ab. Überhaupt nicht viel. Rein? Ja, ich weiß nicht. Ah. Ah, Mann, diese Scheiße. Ja! Wie es einfach mehr abgezogen hat jetzt auf einmal. Weiß ich nicht, ob das bei Drachenklauen normal ist, aber... Wir müssen tauschen. Alabis. Ich mein Hundemann doch geheilt. Hätte ich rauslaufen müssen.
Kadaver macht eine physische Attacke und ist fertig. So, kacke, ey. Komm, Draschel. Komm mir auf mit deinem Todeskuss! Oh Mann, ey! Sehr effektiv. Ach, das stimmt deswegen. Ah, fuck. Scheiß Dreck! Jetzt wird's lustig. So. Bam! In your face! Ah. Und Nanorit. Kadabra, ey. Surfen. Och, warum kannst du jetzt auch eine Schlafattacke? Meine Güte! Könnt mich doch einfach alle mal! Aber so richtig kreuzweise. Knoch mal ran. Oh Mann, ey. Gott. Der nächste Traktor. Das gibt's nicht. Auch noch Gainer. Das Ding übertreibt doch Dicke, Alter. Jetzt steh doch mal auf, du scheiß Blubbermaus, ey. Geh einfach down. So. Jetzt genieß dich erstmal. Jetzt surf. Jawohl, Gesang geht daneben. Gerechtigkeit. So. Meditieren. Da bleib ich drin. Schlitzer. Rückschlag, Schlitzer, ja. Kann man machen. Mal schauen, was er als letztes hat. Ein Tanzer, ach du Jatz. Kann ja Drache mit Flügelschlag ja noch ein bisschen besser leisten, ne? Nur die Hälfte, aber okay. Delegator! Ah. Ausdauer hat er. Das macht jetzt natürlich sehr viel Sinn. So. Und jetzt steckt Ausdauer natürlich viel. Wir können das Tanz endlich mal besiegen und wir haben auch mal den nächsten Orden erhalten. Meine Güte, dieses Kadaver. So, Federorden, dann der nächste Ort ist in... Stadt, die ganz rechts ist, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Nach Segrasul Musbach, ne? Nee. Egal. Ihr wisst schon. ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Weil noch schnell unsere Pokes. Schau mal nach, überhaupt, was das Ei sagt. Ich habe keine Ahnung. Es macht schon Geräusche. Vielleicht schlüpft es ja jetzt schon. Weil ich echt wissen, was da rauskommt. Ich glaube, das wollt ihr sicherlich auch wissen, ne? Ich laufe einfach mal bis zu der Stelle, wo Treu uns gerade eben abgefangen hat. Und dann würde ich sagen, wenn ich mal dort im Part. Vielleicht schlüpft das Ei jetzt. Keine Ahnung. Naja, egal. Im nächsten Part vielleicht.
Und pünktlich bis zum Start des Regens sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein, auf Wiedersehen.